Danke, da muss ich das später nicht schneiden. Okay. Okay. Ah, naja, ja, Glück, der Part war ungefähr so eine Stunde. Genau, hallo, willkommen zum neuen Part. Für dich auch, Thor. Sagen wir, ab dem Punkt speichern wir kurz nochmal. Ja, wir haben ja einiges geleistet. Einiges geleistet, ja. Ja, wir haben die Kassi endlich mal überlebt. Sehr appreciated. Ja, also so. Part 2, nice. Yo, willst du irgendwas schreiben? So von eigentlich ist es bereits Part 3, glaube ich. Oh, was? Hm? Krass. Hast du vorhin angemacht? Oder? Wie lange streamen wir? 2 Stunden? Wir haben vorhin so eine Stunde gespielt. Ah, okay, nee, dann ist das echt Part 2. Bin ich aber dumm. Okay. Verkleiden, ja. Ich meine aber. Nee, nicht mal irgendwie so. Also, sollen wir sollen wir jetzt ganz nach oben? Zu dem Ventil? Ja! Ja, doch, das ist Part 3, ne? Ja, also wir haben ja. Oh, hier ist etwas. Ey, Marvin ist RIP. Oh, Marvin. Oh, rock me a familiar faces. Abonniert Bart und lasst Liebe da. Ja, danke. Nimm mal schön Dora-Flame. Ja, Dora-Flame. Wie gehen wir nochmal nach oben? Wen sonst? Wo willst du hin? Zu dem Ventil. Du musst erstmal nach unten. Ach so. Und ich glaube, du kannst jetzt nach rechts über dieses eine Ding, wo das Safe war, da kannst du rüber gehen. Hier? Okay. Ja, ich denke schon. Ja, ja. Ja, das ist ja der Shortcut gewesen, genau. Da kannst du da raus und dann rechts. Hier war das Safe. Das Safe, genau. Genau. Hier kannst du raus. Okay. Ich wollte nur kurz checken, so Dude hier. Ja, der stört uns schon nicht. Genau, jetzt hier lang und dann links. Ja. Der ist immer noch. Ich hätte schon gerne. Der ist immer noch. Ja, Hätte die Barrikade mitgenommen. Ja. Was willst du denn für Barrikade? Warte mal. War hier nicht vorhin? Doch. Hier war vorhin einer, ja. Oh Gott. Ich glaube, da ist ja. Hi. Sie. Und wir haben jetzt einfach absolut keine Munition mehr. Scheißegal. Ist egal. Ja, oben, ne? Ne. Die hier? Ja. Wo? Hier? Ja. Ja. Ne, das war die Toilette, oder? Genau. So, ja. Wir haben das Ventil. Also ich habe es vorhin schon vorgelesen, aber ja, ich bin Co-Kommentator. Auf jeden Fall. Also ich finde, das liegt mir auch so diese... Was könnte man... Fan. Siehst du, da sind wir wieder, wo ich vorhin gesagt habe, so mit dem Zombie ist es wichtig, dass man sagt, dass das eine Sie ist. So, Fan, also ja, dieser Feminismus und so. Wir sind in einer Gesellschaft, sollte jeder dafür sensibilisiert werden. Wir hatten vorhin, ich flieg erstmal. Und ja, Thor, also ich fühle mich auch in so einer Kommentatorenseele, ja. Boah, also ich hätte schon fast was gesagt, was ich später bereuen würde, Alter. Jetzt sagen wir jetzt ganz schön knapp, Jungs. War ganz scharf. Aber ja, du bist ein sehr guter Kommentator. Ja, oder? Also, das, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Also, ich finde, man sieht auch richtig stark die Differenz auch. Je nachdem, weil. Man, wir hatten vorhin einen Typ an dem C4 dranhängen. Hat den Geld dann abgedreht, das ist nach all dem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach untergeht. Ich habe die Drecksschweine in einem mit C4 präparierten Stabrecht eingestellt, muss ich noch Zündung. Okay, wir brauchen die Zündung und dann können wir da oben das Ganze. Wollte ich gerade sagen, dann kommen wir da zu dir Statue, denke ich mal so rein. Ja, dann kommen wir da rein, ja. Da müssen wir sowieso lang. Ja, wir brauchen die Zündung, aber ich glaube, die finden wir auch hier jetzt in diesem Bereich tatsächlich. Ja? Ich denke schon. Würde ja Sinn ergeben, weil das ja. Er hat ja gesagt. Nee, das ist jetzt eine Notiz, die ich jetzt aus dem Inventar heraus aufgerufen habe. Wenn ich jetzt die in den Raum. Ja, stimmt, aber es würde trotzdem Sinn ergeben, weil das ja jetzt ein Bereich ist. Das ist so süß. Also, okay. Thor sagt: Also, Mann und Bart haben ja schon Stimmen, denen ich stundenlang zuhören könnte. Sehr angenehm. Kann ich von meiner Stimme nicht behaupten. Ach, Thor, du hast bestimmt eine liebliche Stimme, ja? Vielen Dank, Thor. Aber vielen Dank, ja. Und deine Stimme ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ja noch eine Weile gesprochen. Jungs, sammeln wir uns Thor zu Hilfe. Stimmt, ich kenne deine Stimme noch. Nein, das brauchen wir nicht unbedingt. Lass aber erstmal weitergehen. Vielleicht ist ja eine Taste drin. Ja, aber vielleicht finden wir auch die Kombination so, wie wir aufpassen. Du musst doch immer sehr gut aufschieben. Ja, genau. Du bist ja der Einzige, der noch bei klarem Verstand ist, neben Thor. Ich weiß nicht, ob Thor mittrinkt. Du trinkst safe mit, oder? Wenn ja, dann stoßen wir auch an. Boah, wenn Thor sagt, er trinkt mit, dann trinkt. Ja, okay, ich trinke einfach so. Ja, alles klar, dann trinke ich auch. Dann trinke ich nochmal. Der Abend ist noch jung, Jungs. Ups, ich hab leer. Bitte. Dein Ernst? Ja. Bitte nicht, Bruder. Komm, Solidarität. Bitte sag mir, das ist rote Handschuhe, nicht Blut. Es ist Blut. Bitte, vorher machen.
Die Cola ist auch bei dir. Schießpulver, bitte noch mehr Schießpulver. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob Thor jetzt weiter mitgetrunken hat oder nicht, weil er hat nichts dazu geschrieben, aber Jungs, in unserem Herzen hast du es. So. Ja. In unserem Herzen. Also er hat geschrieben so, das Trinken hebt er sich dafür auf, wenn er rumkommt. Auch okay. Sehr auch gut, okay. Ja. Vernünftiger Mann. Dann werden wir dich erinnern, so Thor, damals Resident Evil Stream. Weißt du, ja. Ja, genau, ein besonderer Anlass ist das dann. Auf jeden Fall. Jeder Tag ist ein besonderer Anlass. Also das ist richtig gut, dass wir Claire spielen, weil das ist der Frauen die Frauentoilette gewesen. Leon hätten wir da echt reingehen dürfen. Zombie-Apokalypse. Oh, okay, shit. Warte, erinnerst du dich noch? Okay, nevermind. Ich wollte gerade sagen, erinnerst du dich noch an die Viecher, wo wir uns vorbeischleichen wollten und wo der Typ in der Brief geschrieben hat, man sollte nicht viel drumballern? Und das wird einfach instant rein. Ich hab Monster gesehen. Ja, genau, da lassen wir die schwarze Krache. Das zählt als Bus, nur ein gekratzt. Gönn. Gönn. Oh, okay. Zwei. Und nochmal gönn. Fuck. Ich hab einmal mehr Jungs, getrunken. Ich hab mich so erschrocken damals. Ne, vor Ich hab's voll vergessen. Ich hab's toll. Das ist ein T-800. Das ist ein Licker. Deswegen. Ich hab nämlich schon gedacht, der Name klingt schon echt beschissen und dann. Die haben lange gezogen, Bro. Sie sind ein Schlupf. Vor allem, weißt du, auch jetzt kommt diese Line noch. Also, mach die nicht draus. Was denn? Thor hat geschrieben, so. Ich hab sie auch immer totgeballert beim ersten Mal. Ich kam nicht drauf. Auf die Idee zu stellen. Oder wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was ist hier eigentlich passiert? Okay, ich muss wieder nach oben, wo das Ventil ist. Genau. Dann dreh dich nach links. Ich weiß schon. Hallo, wir müssen Marvin die letzte Ehre. Okay, ist tot. Die letzte Ehre erweisen. Okay. Ist er schon tot? Nee. Nein, der lebt ja noch. Zuck. Der lebt ja noch. Oh, der arme Junge. Sollen wir ihn lösen? Ja, komm, lass mal. Nein. Keine Muni verschwenden. Lass mal machen. Ich hab den letzten Granatwerfer. Geh mal. Ein friedlicher Tod. Ja. Geh mal zum unserem Inventar, also zu unserer Box. Okay, warte. Unsere Box. Und hol mal den Schießpulver mit. Weil wir finden oben in dem. Gut. Ey, Jibre, du bist einfach der Klügste. Tor ist AFK. Oh, bei Tor. Ist gleich. Obwohl doch. Nee, man hat sie damit MP-Munition hergestellt. Ach so, hochwertiges. Nee, ich glaube Säuregranaten. Säuregranaten, genau. Soll ich das trotzdem mitnehmen oder wollen wir uns das aufsparen? Sparen wir uns das auf. Wer braucht schon Granaten, Bruder? Du bist jetzt auch ohne. Easy, easy, bro. Wir haben einen Schuss. Easy, ja. Peasy, bro. Easy. Peasy, bro. Ja. Wir werden sicher nicht sterben. Das Leben ist so schön. Bitte so, sag mir mal, zieh ich weiter. Eine andere Seite. Tag. Dann links. Genau, dann kommt eine 1 Frau. An der werde ich, glaube ich, lieber vorbei. Alter, ist der durchgebrochen? Nee. Nein. Okay. Ich glaube, er hat einfach nur so sein. Das war einfach nur so ein stumpfes Klopfen. So ja, genau. Oder so ein dumpfes. So ein dumpfer Ton. Ist ein Ohrwurm, ne? Weil da ich die Melodie hat mich einfach stark an so. Auch richtig stark. Nee, kennst du noch Freaking Paper Blossom? So auch von Tube Clash. Oh, aber wenn du weitergehst, dann links. Ach, nee, da ist nicht. Ich hab überall schon gegeben. Genau, in dem Spind ist Munition drin. Schießt in dem? Nee, Schießpulver. Achso, okay. Hab ich mich nur versprochen. Achso. Hier war mal Munition. Auf der Bank. Ah, ja, da. Genau, und da links. Rechts ist ja dieser Leaker. Leaker. Ich geh einfach mal ganz links an. Ja, muss der sterben, so ansonsten. Leckert das nicht viel, ne? Halt die Fresse, Claire! Gesundheit! Dankeschön! Das sieht. Oh ja, lecker, Weed, ja, lecker! Aber nee, das bringt uns gerade nichts. Ich glaub doch, drück mal auf Dreieck. Warnung. Aber damit können wir es nicht heilen. Ja, genau, wir brauchen das Grüne. Wenn wir grünes Kraut finden, dann kannst du es ja gönnen. Okay, hier erstmal findet man, glaube ich, die beste Waffe im Spiel, aber man muss erstmal hier irgendwie durchkommen. Okay. Also, es gibt da irgendwie eine CD, die man einsetzen muss oder so. Dann können wir hier durch und da ist, glaube ich, können wir sogar hier sehen. Genau, das ist die Magnum. Nee, gar nicht, das ist die MP. Ja. Wieso lügst du? Magnum wäre übel krass, aber nee, das ist die Maschinengewehr, ist auch cool. Ja, okay.
Lebgranate. Und man damit das Vieh irgendwie... Nein, das Vieh ist halt blind, ne? Ja. Wurde ja gesagt. Ah, stimmt. Ja. Deswegen musste ich ja vorbeistealthen, so damit... Achso, hier ist es dann. Okay, cool. Oh, Erste-Hilfe-Kasten, bitte. Ich will das essen, ja? First Aid. Bitte, bitte. Lecker, schmecker. Das hat gut getan. Das ist... Hier haben wir noch... Oh, jetzt hätten wir auch... Ich guck erstmal, was wir sonst noch hier drin haben. Ja. Und dann verpiss ich mich vielleicht sogar und gehe. So, Thor ist wieder da. Hallo Thor! Guten Morgen! Mein Sonnenlicht! Good morning! In the morning! Hier ist halt noch. Na Mann, hör einfach auf. Hier ist halt noch rotes Kraut, was cool ist. Aber ich glaube, wir gehen erstmal weiter. Ich hab direkt an den Wendler gedacht. Good morning in the morning. Achso, ich kenne das eigentlich von so einer Radioshow. Ah, hier noch. Dann haben die das auch von Viking. Ich glaube, die Batterie braucht. Nee, ich denke mal, der Wendler hat das von denen so. Die machen das schon ewig so. Das ist Big FM so, ja. Habe ich dann immer gehört, wenn wir in Köln am Arbeiten waren. Internes Büro, hitzebeständiger Tresor mit Drahtschutz von Stars Büro in 2F im Büro Westseite 1F verlegt. Kombination hat L9, R15, L7. So können wir diesen Tresor. Jo, warte, ich schreibe das mal in den Chat. Okay, warte, ich mach's nochmal auf. Kannst du mal das Schießpulver. Achso, Thor sagt gerade, warum kombiniert ihr denn das nicht, das ja, Schießpulver? Ich Dummwetze und hat irgendwas darüber gesagt. Kannst du bitte das Toilettenpapier geben? Ja. Okay, ich brauch das. Also, da musst du vorsichtig mit sein. Du weißt, es gab eine Zeit, da wurde für Toilettenpapier gemordet, ja? Ja, ich hab hier noch ein paar Rollen. Okay, ich schreib das mal eben auf. Soll ich es eben aufschreiben aufs Handy? Weil ach, nee, ich schreib's hier in den Chat rein. Hat schon, glaube ich, Tor. Bitte? Schau mal. Ehrenwert, Thor. Was für ein süßer Mann einfach. Ein Herz. Oh mein Gott, ich raste aus. Okay, lass das mal schon getan. Gehen. Sehr schön, Thor. Säure, schönes Arbeit. Und du wolltest sie. Nein, sehr gut. Batterie, wo braucht man die denn? Für irgendwas, ich weiß nicht mehr. Safe, brauchen wir hier ist halt um das. Ja. Lass uns mal weiter gucken. Was wir sonst so gibt. Gehen wir langsam vorbei, damit der Licker uns nicht lickt. Ja. Ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, erst den Tresor aufzumachen. Ich hatte gerade das Bedürfnis, jetzt erst einen sehr unpassenden Witz bezüglich Claire und den Licker zu machen. Stop it! Hey Bro, ich bin gar nicht hier. Ich schwöre. Alter! Bro, ich bin gar nicht... Du dummer Haufen Scheißarsch, Alter! Ich bin gar nicht hier, okay? Fuck mich jetzt nicht ab, Mann! Kannst mich gar nicht sehen, Bruder! Kannst mich gar nicht sehen? Du bist blind und scheiße! Das ist ja richtig scheiße. Ich hasse ihn so sehr! Boah, Alter! Wo ist er? Scheiße, wütender Mann! Er ist tot. Ja, das würde ich ihm auch raten. Nee, er ist einfach richtig wütend. Ich war so langsam, er hat mich trotzdem gesehen. Das ist dein Ernst? Nein, einfach, er hat dich gehört. Ich habe halt einfach random draufgeschlagen. Er war da noch hinter dir. Achso, wir müssen was trinken, Jungs. Oh, ja. Oh, das ist ein Shortcut, geil. Sehr. Über nice. Gut, dass wir noch weitergegangen sind. Ich bin gar nicht drin. Da war noch eine Tür. Ja, genau, hier drin. Ja. Okay, dafür brauchen wir den Schlüssel. Aber gut zu wissen, dass die Lika nur zwei Schüsse aushalten. Von dem Chaos. Ja, komm! Ja, putz! Lecker! Ja, putz! Ja, komm zu mir! Dann packt er den, weißt du? Ja, hätte ich jetzt erwischt, ich hätte ihn so ausgelacht. Das ist halt die Böse. Nice! Hab ich übergeprankt. Ja, also den Rage kann Thor wenigstens relaten, ja. Was ein Haufen Scheiße aber auch, oder? Da sagt man, man muss Stealthy sein, da ist man Stealthy und dann... Ja, aber es ist halt so, er greift ja auch irgendwie immer so random an. So. Er hat sich ja, glaube ich, einfach zufällig getroffen. Ja, Zufall oder nicht, das verzeih ich ihm nicht. Wie kann er es wankern? Ich glaube, ich leg die erstmal weg. Ich glaube, ich leg das erstmal weg. Oder vielleicht, ich würde erst sagen, die Zange, weil die Zange haben wir jetzt... Messer ist halt gleich. Ich glaube, da war noch was mit der Zange. Nein. Lass mal kurz... Wir hatten einen Raum, der war auf jeden Fall versperrt mit der Zange. Den hatten wir geöffnet. Verschlossene Tür. Ich hier glaub, war, glaube ich, auch eine Zange, oder? Nee. Weiß ich nicht. Irgendwo war noch was gewesen. Da war, glaube ich, auch... Ach, hier. Warte mal kurz. Ach, das ist Kreuzschlüssel. Okay. Da kommen wir eh nicht an. Lass erstmal zum Büro. Was ist denn da? Ah, okay. Da war, glaube ich, noch was gewesen. Wenn Büro Westseite, das war, glaube ich, guck mal bitte auf die. Okay. Da, links, rechts, hoch, das Gelbe da. Das ist. Nein, achso, Holzbretter. Ja, ich dachte, weil diese Ketten ja auch so gelblich waren. So. Ja, stimmt. Ich hätte das sein können. Da können wir, glaube ich, auch entlang. Aber ich würde jetzt erstmal ins Büro gehen. Ja, genau. Gehen wir mal ins Büro so.
Es war schon eine scheiß Nacht, aber am Morgen geht's wieder ins Büro. Ist es das? Ist es das? Ist es der Tresor? Gibt's so ein Lied von SDP? Ich gehe stark davon aus, dass es der war. Da stand im zweiten. Also links 9, ne? Warte, gib mir genau, zurück. Links 9. Lass das mal probieren. Links 9. Okay. Dann rechts 15. Sorry, warte mal. Links 9. Rechts 15. Du weißt Scheiße schon. Und so weit. Ja, aber ich drück nach links und rechts und der dreht das einfach so. Ach so. Also lass wir das mal probieren erstmal. Links 9. Ja. Rechts 15. Genau. Oder? Und dann links 7. Links 7. Ey. Oh, sehr nice. Ja, bra. Ui. Wir haben jetzt einfach mehr Inventar, Jungs. Ganz das genau. Das Leben ist ganz erreicht. Genau, Tor. Also Bart Mark ist dann so im Office. Okay, jetzt ist noch der Bereich Blau. Ja, das ist gut. Um ehrlich zu sein, ich würde mich gerne noch in diesen einen Raum umgucken. In welchem? Mit einem Raum? Wo wir nur am Anfang einmal waren und dann gar nicht mehr, weil da ein Zombie war und wir weitergelaufen sind. Da müssen kannst wir ja hier umgehen. Aber ist ja irgendwo eine interessante Vorstellung, Tor. Also. Das Rage kann ich aber schon. Nein, ich meinte die letzte. Bart mag es halt so gerne im Office. So. Ach so, das findest du auch interessant, ne? Ja, es hat doch irgendwie sowas, sowas Verwegenes, sowas. Schon. Oder bin ich da der Einzige, der so. Nein. Bruder, das war ein Wachmann. Das war ein Wachmann, ja? Bitte nicht essen, bitte nicht essen! Besprechungsraum. Ich glaube, da wollen wir rein. Ja. Da wollte ich mich ja mal gucken, weil hier ist nochmal was, ne? Jo. Oh, Munition, das ist so, sehr schön. Das ist lecker, schmecker, würzig und gut. Was hier? Wollen wir uns nicht nur so das war alles? Okay, das war alles übel lecker. Wow. Ein bisschen Alarm. Da? Sehr gut. Oh, guck mal hier. Ja, siehst du. Ey, da lecker, war wirklich was. Lecker, lecker. Okay, gut, also die Räume, die so ausgeschwärzt sind, also. Da waren wir noch gar nicht drin. Ja, da waren wir noch gar nicht. Recht. Genau. Bist du. Jungs, wir haben den Zünder gefunden. Sehr nice. Das ist für die oberste Etage. Perfekt. Ja. Die Vibes hatte ich gerade mit dem Wachmann. Ein Elektronikgerät. Ja, und hier brauchen wir die Batterie. Ja, genau. Hat schon was. Sind genau, dann packen wir da rein und dann. Kombinieren, ja. Höchst erotisch. Leute, es geht bergauf, ja. Ja, war auch irgendwie. Er war auf einmal da, dann bist du so. Alarm. Bruder, fällt mir. Alarm. Ohne Scheiß, Mann. Soll ich die Barrikade mitnehmen? Haben wir noch welche, dass wir die stacken können? So? Ja, ich glaube. Also ich glaube. Nicht der Box. Also in der Box. Ja, dann nimm mit so und dann pack die Box. Wir haben ja immer noch ein Ding. Und den Muster können wir wegschmeißen. Dann haben wir hier auch alles. Komm ich hier noch rein? Nee. Nein, dafür brauchen wir den Herzschlüssel. Da brauche ich ein Herzchen. Da brauchen wir das Schlüsselschwert, Bruder. Den Schlüssel zum Herz. Scheiß, Alter. Hier kommen wir rein. Hey, Shot, hast du einen Shortcut? Denke ich mal. Ja, Mann. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, sehr gut. Ich geh mal rüber zur Truhe. Hä? Ja, da lag ja noch was. Achso, ne, das ist. Nee, das war nur das. Ja, genau. Das ist der Spind. Nee, da war ich schon. Hier können wir noch mal rein, ja? Ja. Soll ich speichern? Soll ich speichern, Jungs? Oder soll ich nicht speichern? Mach mal, komm. Ich mach mal. Also wir haben drei Stück und wir kamen jetzt auch recht gut voran. Ja. Oh, wir brauchen das gar nicht. Wäre halt schade, wenn das der Progress weg wäre. Lass mal speichern. Vor allem, wir hatten jetzt so viele, so oft. Ihr dürft, was das angeht, aber nicht auf mich hören, müsst ihr wissen. Ich bin jemand, der immer drei- und viermal speichert, so um. Egal, wir speichern jetzt. Wir sind so kurz und Teil des Gebäudes gelaufen. Ja, deswegen. Ja, ja. Und Azestis bin ich dran, so bei mir wird das dann sowieso. Alle Speicherdinger schon mal weg. Ja. Pack die direkt einfach in die Truhe rein, damit ich keinen Zugriff habe. So, ja. Warte, ist Passwort geschützt. RuneScape Bankmäßig. Was ist oben rechts? Auf dem Inventarplatz? Oben rechts, meinst du? Das ist die Munition. Ah, jo. Würde ich auch gerne. Ich würde gerne behalten so das Zeug behalten, oder? Was ja, aber ordne das bitte ein bisschen an. Ja. Die Zwischenräume sind also lästig. Danke. So gut? Danke. Nein. Das hat mein Herz jetzt. Doch, okay, doch. Ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umgucken. Mich stört, dass das rot ist. Ja, mach ruhig, gönn dir. Aber das sind Zombies. Deshalb würdest du jetzt. Die ficken wir einfach aus dem Leben. Ah, da brauchst du. Nee. Safe. Oder ich renne einfach an dir vorbei. Ja. Also irgendwo muss das doch sein, ja. Sein, ne? Hier vielleicht irgendwie? Jetzt aber auch schon. Also über dir vielleicht so ein bisschen. Aber da hab ich auch schon geguckt. Eigentlich hast du überall schon geguckt, ne? Ja. Hier? Da ist doch noch was.
Oh ja, hier ist noch Munition. Jetzt haben wir alles, ne? Jo. Das war wirklich oh, Geilo, Schweilo. Nice. Es sieht ja doch schöner aus, wenn das so blau ist. Übel geil. So, Büro hier ist auf Seite. Also ja, in dem Büro muss noch was sein. Aber ich glaube, lass mal lieber nach oben zu dem C4-Ding gehen, ne? Weil da müssen wir ja sowieso, da müssen wir ja sowieso ja. rein. Okay. Ja. Jetzt go. Bin ich hier richtig? Bitte sag ja. Danke. Nein. Oh. Ist jetzt, nee, das ist doch der. Dass der nicht langweilig wird so. Den wird er, der lebt dafür. Das ja. ist auch nur, dass die Barrikade durchbricht, wenn du in der Nähe bist und nicht, wenn du. Ja, ich glaub schon, ich glaub schon. Weil nur dann trigger wählen. Ja. Krass, ja gut. So. Das heißt, du rennst immer so vorbei, bis er halt so. Aber wie? Damit er so wenig wie möglich. Immer. Bin ich hier richtig, Jungs? Ja. Ja, ja. Der ist einfach wie Engine Arm. Ja und nein, Bart. Worauf bezogen? Ich weiß nicht. Worauf bezogen, Thor? Also, das musst du jetzt erklären, ja? Links. Bah, was ist das denn? Das ist schon wieder das Ding. Das oder sieht ja so creepy aus. Das ist diese Puppe, die Jim Rafferty gefunden hat. Was? Ich höre etwas. Ja, ne, er hat ja gesagt, dass in diesem Käfig auch Zombies drin sind, so. Dass er die festgesetzt hat. Ich glaube, ich habe die direkt hier mit in die Luft, oder? Was denkt ihr? Ja. Ich würde erstmal sagen, wo er wartet. Erstmal mit C4. Also, Leute, und dann ich werde wahrscheinlich hier verletzt ob werden. Er heftig ist. Ja, dann geh einfach zur Seite. Ich bin auf jeden Fall. Du hast ihn gefragt, ob er heftig ist. Da hat er gesagt, 10 ja, Sekunden. Geh weg. Ob Thor heftig ist. Geh einfach zum Eingang. Ja, einfach zum Eingang. Thor ist ein heftiger Typ. Ich glaube, das reicht ja schon sogar. Siehst nee, ich will trotzdem zum Eingang. Sicher. Ja. Puff. Jo, jetzt direkt. Oh, da kommt safe was raus. So. Ich würde schon mal die Waffe drauf. Ja, sicher ist sicher. Jungs, ihr schläft doch mal, ne? Ja, genau. Ja, okay. Schnell, Alter. Ehrenwert. Okay, lass mal kurz gucken. Nein, das ist falsch. Hä? Nein, du hast. Wir brauchen, ich glaube, das erste sogar, oder? Erste. Ja, Notizbuch, genau. Das ist die Statue mit der Frau. Ja, also das war die Saya-Statue. Ah, das war die Saya-Statue. Ja. Dann weiß ich ja safe. Saya. Artemis. Also wir brauchen Saya. Ich glaube, das ist die. Ja. Dann Bogen. Habt ihr es gehört? Da wird sich safe gleich ein Freund überraschen. Hoch nochmal. Nochmal. Das. Der Bogen, ah ja, ja, stimmt. Und jetzt ist Schlange. Nee, weiter. Das ist der Bogen. Weiter. Das ist Sweet. Das ist der Phoenix. Nee, dann musst du nochmal hoch. Fisch. Was ist das hier, ne? Das? Ja. Könnte sein. Yeah, Jungs, korrekt. Nice. Also, Thor, sicher bist du heftig. Ja, also heftigster Junge. Haben die Wachen auch noch ein bisschen was ins Dach? Nee, ich glaube nicht. Ich guck mal, wir haben alles in diesem Raum. Also lass uns verpissen. Komm, sprech Thor doch mal ein bisschen positiv zu. Er hat gesagt, ah, alles Thor, okay. Hilfe! Das ist ein Lenika. Wie kam der denn? Ey, ich bin voll gefickt. Ich kann mich nur mit dem Scheiß hier heilen. Ich würde es machen. Und danach einmal eine Brandbombe auf den Gibi. Ja. Das Problem ist, Leute, das habt ihr noch nicht gesehen, aber der Schrank ist umgekippt. Wir müssen X Geduld halten und das dauert länger, um ihn wieder aufzurichten, damit wir durch die Tür können, wo wir eigentlich rauskommen. Okay. Also, wir sind absolut gefickt. Wir hätten das eigentlich am Anfang machen müssen, weil der, glaube ich... Nee, am Anfang war der Schrank noch nicht umgekippt. Der ist gerade eben durch die Explosion. Ja. Scheiße, Mann. Ich würde sogar erstmal wegrennen und den längeren Weg gehen, aber dafür überleben, oder? Ja, mach wie du meinst. Ich renn weg. Ich hab Angst. Nein, bitte nicht! Hast du gespeichert? Ich du hast gespeichert. Erstmal du hast gespeichert, aber. Also, Thor drückt schon mal F. Ich hab einfach Angst, Leute. Wir gehen jetzt einfach hier. Bitte! Nein! Shit. Okay. Manuel ist dran. Nee. Doch. Schon wieder leer? Ja. Ja. Mann. Schon wieder? Ist das dein Ernst? Käuflich doch krank mit solchen Arschen, Bro. Da siehst du, dass du zu wenig trinkst. Solidarität. Mach nicht. War nicht dich gekannt zu haben. Du musst nicht mithalten, Bruder. Ja, doch. Wir sind jetzt eine Einheit, Bruder. Wir müssen zusammen durchziehen. Okay. Mach ruhig ein bisschen mehr. Dann geht das Ding heute noch leer. Du stirbst aber. Das wird doch so leer. Guck mal, wie oft wir sterben. Nein, also. Mach ruhig noch ein bisschen mehr. Ich hab dir auch eingegeben. Alles war nett. Das reicht nicht. Ich war nett, ja. Zu haben. Alter! Ich auch. Was mit wir haben halt auch einfach kaum Cola noch. Warte. Okay. Ich mich dann gleich mit Dr. Pepper. Ich sehe gerade, wir können auch. Ja? Ich sehe gerade, du hast einen Pro-Controller-Karton. Was hat der kostet? Den habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin. Das ist ein bisschen schade, weil sie mir den geschenkt hat und ich einfach eigentlich sehr das Skyward Sword gespielt habe. Und das Ding an dem Spiel ist, dass du die Joy-Cons benutzt. Weil du das so benutzt, um dein Schwert zu schwingen. Und deswegen ist der Controller einfach noch nicht benutzt. Das ist ein bisschen schade. Aber du kannst ihn ja für Smash benutzen. Für Smash optimal.
Ja, schon, aber ich habe Smash leider lange nicht mehr gespielt. Okay. Spielladen. Okay. Ich gehe mal kurz auf Klo, Jungs. Okay. Also ich denke mal, du darfst dreimal trinken, wenn du wiederkommst. Oh, nee, kannst du mal brechen. Hoffentlich nicht. Raccoon Police. Wollen wir jetzt mal richtig lästern, Jürgen? Also, dieser Basic ist schon so ein ganz komischer. Also, ich weiß ja nicht. So. Machen wir, die ist so klar. Der lädt das gleich selber hoch. Ich weiß, früher war ja ein Witz. Nein, guter Boy. Spaß, ich weiß was. Was war das? Ja, weiß ich nicht. Dunkel. Oh oh. Ach nein. Nein, wir sind hier jetzt in dem. Oh, ich dachte. An dem Safe Room. Mein Herz. Na, immerhin hast du einen Controller, Bart. Ich habe nur die Joy-Cons für die Switch und habe meine schon 2 oder 3 Jahre. Ja, ist ja auch keine Pflicht, sag ich mal. Ne? Also, aber man merkt schon nach einer gewissen Zeit. Man merkt schon den Unterschied. Die nutzen sich ab und üben. Also bei mir hat sich, ich habe ja auch eine Switch und bei mir hat sich in dem einen Joy-Con, das ist der linke, hat sich so ein Drift so ausgelöst. Also manchmal bewegt sich der Charakter von alleine, obwohl ich den Stick gar nicht benutze. Ups. Haben wir die Freunde schon getötet? Und? Nee, gar, du bist. Oder? Ich hab doch. Okay, ja. Ich merk schon, du musst trinken. Ja. Willst du kurz Pause machen, dann laufe ich durch. Ups. Ja, nachladen. Ich glaub, Basic ist an der Frau vorbeigegangen. Du hast die getötet. Ja, ich bin an der Frau vorbeigegangen. Stirb! Oh mein Gott. Ich geh jetzt mal rüber, ja? Ja, mach mich. Oder drück auf Dreieck und jetzt. Das ist gut. Hallo! So. Nee, Thor hat gerade geschrieben, dass du halt wenigstens schon einen Controller hast. So, er hat seine Switch schon 2-3 Jahre und. Lauf! Wer auch immer gerade spielt, lauf! Ich spiele gerade, das merkt man, ja. Das merkt man, sagte Claire. Ja, Leute, das ist auch so ein Ding, das habe ich, glaube ich, nie geöffnet in meinem eigentlichen Spielstand. Aber keine Ahnung. Sollen wir Thor zur Hilfe holen? Nein, scheiß drauf, wir finden das schon raus. Es gibt kein G, das ist doof. Ich danke dir, Mami. Gibt es ein J? Warum J? Weil wir die Brennen noch nicht gehabt haben. Warte, hier gibt's. Ah, okay, dann mehrere. Aber auch kein G, das ist doof. Ach man. Schande. Wenigstens D. Also für mich seid ihr alle scheiße von den Skills. Ja, ey, wir sind ganz übel heftig, Mann. Ich glaube, Jibril hat gerade den meisten Skill von uns. Ja, er hat das Spiel genauso oft gespielt wie ich. Ja. So. Null. Der oben, oben, hoch, 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 komplett hoch. Ja. Ich bin nur ganz oben. Ja, ja, du musst einfach weiter. Einfach durch den weiter. Achso, hier geht's so weiter. Ja. Genau, das kommt, war das nicht hier der Lika? Nee, ich glaube, kommt erst wieder. Der Lika, ja. Der kommt gleich, ja. Der Lika. Achso, wir müssen trinken, ne? Weil du wurdest ja schon mal gebissen. Prost. Wie würdest du das Ding denn sonst nennen? Lika. Wie das englische Wort. Aber Lika finde ich irgendwie süß. Also, ja, ist auf der Fensterbank etwas? Sieht so aus, ne? Ja. Doch? Ja. Nee, ist eine Vase. So mal. Wollen wir die Vase? Ich habe für ein Zombie-Gesicht. Ich würde gerade sagen, ist auch eine nice Waffe. Ich habe halt keine Munition. Ich einfach so eine Granate. Warum? Achso, du hast die Frau getötet, ne? Einfach so eine Granate reinpacken, hast du eine Splittergranate wegen Glas. Ja, eigentlich voll smart. Eine Tasche, oder? Nee, du bist wieder zurück, Manu. Mann. Es wird mal wieder Zeit für einen Orden. Manu, du bist wieder zurück. Boah, ah, ich wollte hier weiter. Goffic-Zitat. Nee, da ist nichts. Es wird mal wieder Zeit für Schläger. Da war dieser eine Zettel, den habe ich schon gewusst. Ach so, ja. Steckt Manu einen Orden an die Brust. Für deinen Einsatz zwischen Spiel und Bildschirm hin und her zu schauen. Ja, so muss das. Man muss seine Prioritäten setzen. Muss man machen. Multitasking. Muss man einfach mal machen. Ja. Diese Statue. Ja, es hat irgendwie was. Figürchen. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Warte, dann gehen wir nochmal zurück, kurz einmal. Okay. Dann nach rechts, genau, neben. Hier mal. Da müssen wir durch, aber wir können auch den anderen Weg rausgehen. Wichtig ist, müssen wir irgendwie. Nein, bloß nicht weiter, weil. Ja, man fällt da durch. Ja, genau. Und hier, und dieser Schrank, der daneben war, der kippt halt gleich um. Du meinst? Den, ja. Genau. Können wir nicht einfach wegballern? Nee, warte, da ist irgendwas. Das ist nur die Tür. Ach so, wow. Ich dachte so, okay, man könnte. Aber du könntest vielleicht, bevor du das siehst. Manu, wie heißt der Kollege links von dir? Er heißt Jibril. Guten Gabriel. Morgen.
Peace. Eigentlich haben wir jetzt eigentlich einen anderen Namen geben können. Echt, Peter, ich schwöre. Er heißt Popokopf. Mr. Kakapopoloch. Mr. Kakapopoloch. Ist das nicht sogar eine Beleidigung? Lauf, Bruder. Ist das nicht eine Beleidigung aus Dragon Ball? Nein, das war aus Rick and Morty. Mr. Popo war ja dieser Diener von Gott. Und Mr. Kakapopoloch, ich würde jetzt schon kriechen. Also laufen ganz normal, aber nicht sprinten. Genau, geh nochmal. Normal. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, ich glaube, das weiß schon. Sehr stark, Gibril, du hast gerade einen Sympathieorden von Thor bekommen. Das ist viel wert. Ich würde dir den Namen ausschreiben, aber ich habe keine Ahnung, dann mache ich. Bro, mach doch welches Pause, bevor du gebumst wirst, Mann! Da passiert nichts, ja. Soll ich weitermachen? Warte, nein, ich schreibe auf eben für einen guten Tor. Gabriel. Ich schreibe ihn jetzt extra für dich auf, ja. So, damit du da ohne Schande den Namen aufschreiben ohne kannst. Ohne Schande, Bruder. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass du seinen Nachnamen aufschreibst. Ehrlich zu sagen. Ja, ja. Ich schreib den Namen jetzt auf. Ich schwöre, alles gut. Oh. Okay. Rein! Nein, Spaß. Ich will die Treppe noch. Ganz schlechtes Gefühl gerade. Was ist eine Leiter, Bruder? Lass uns doch da hochgehen. Bro. Alles gut. Erstmal COD eingeben, CODE eingeben. Ja, nein, Cyber rum. Ja, um. Da. Ja. Ja, genau. Jetzt der Bogen, das nicht. Ja. Ja, ja. Die Musik, Bruder. Genau. Das war das, ja, ne? Das war's, glaube ich. Sexy. Kuss, outplayed. Ja, Mädchen wieder, Jung. Oh, einfach bestätigen. Boah, ich hab richtig Bock zu trinken. Aber gleichzeitig hab ich auch Hoffnung, dass du das überlebst. Drück mal Dreieck. Sollen wir das Unkraut benutzen? Ja, benutzt auf jeden Fall, Bro. Weil ich wollte den Nicker so. Ich würde langsam laufen. Langsam. Ja, lauf langsam. Ja. Ist einfach klug. Warte, dreh dich mir vielleicht ein bisschen nach links um? Ist da irgendwas auf dem Tisch? Das andere links, Bro. Mann. Aber nein, da kann nicht sein, weil wir haben jetzt alles in dem Raum. Der Raum ist jetzt blau. Ah, stimmt. Okay, hab ich's gesagt. Blut. Blau ist unser Freund. Eigentlich warum nicht, so negativ? Warum so negativ? Wieso? Was? Der hinter mich ja trotzdem. Scheiße. Der fick dir aus dem Leben, Bruder. Fick Bruder, womit? Du hast doch noch Pistolenmunition. Achso, wir müssen. Zwei Stück. Wir müssen trinken. Okay. Mach doch Pause, Digga! Ich hab gedacht, so, okay, der sieht mich nicht, ja? Wenn ich mich nicht bewege. Ich fang gleich. Aber fortsetzen? Ja, ist naheliegend eigentlich. Fortsetzen oder? Ich trinke jetzt aber einen großen Stück. Spiel, okay? Ja, hab ich jetzt auch gemacht, den großen. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach diese scheiß Säure. Bruder, jetzt hast du einen richtig großen Geschmack. Da ist jetzt. Ja auch kaum was drin, du hast mir nur die Hälfte gegeben. Ich nehme die Säuregranaten mit. Ja, hab ich auch gemerkt, Thor. Nee, er hat da geschrieben, immerhin kommt jetzt richtig Leben in die Sache. Ja, genau. Ist ja auch langweilig, wenn wir nicht sterben. So, dieses Format lebt davon, dass wir sterben. Ich glaube, das Format lebt davon, dass wir besoffen sind. Und schön schlucken, so. Nicht spucken. Ich schluck so viel, ich spuck auch so viel. Gott. Das nimmt ganz... Oh, ja, nimm vielleicht Säuregranaten und bummst das Vieh damit tot. Deshalb. Mann. Ja. Dann wird jetzt gleich. Ich trinke das jetzt schon. Ja, mach mal. Tor, du Schlingel. So. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Das ist der Nübel, der wieder geschrieben. Einfach ein bisschen mehr. Nein, er Platz eben nicht backen. So. Er hat da geschrieben und schön schlucken, nicht spucken. So, darauf habe ich mich nochmal bezogen. Du wolltest es nicht ruhen lassen, ne? Genau, ja. Okay, ich war der Meinung, so das war. Was sagst du? Wo müssen wir durch? Jetzt hier links. Genau. Ich war der Meinung, das war nochmal eine Erwähnung wert. Das kann man nicht so stehen lassen, ja? Also wenn du verstehst. Wisst ihr, was das Problem ist, Jungs? Soll ich euch spoilern? Ich weiß nicht. Vielleicht will ich das gar nicht, aber vielleicht auch. Was soll ich sagen? Gerade das Unerwartete sollte von mir erwarten. Immer für einen anderen. Ja, aber ist ja auch gut. Wenn das alles voraussehbar wäre, wäre es ja auch irgendwo langweilig, oder nicht? Wisst ihr, Jungs, möglicherweise, eventuell, steht uns ein Bosskampf bevor und wir haben halt kaum Munition. Stark. Eventuell. Hier? Was? Ne, oben. Oben. Ja, ganz genau, oben, ganz nach oben. Also, Scheiße. Ja, ist halt echt so. Ich finde das schon vernünftig, dass wir den Licker töten, weil sonst sind wir voll gefickt, aber
Auch mit Lass mal auf, ne? Ja. Da, sonst nichts, nur den Linker bitte. Man ja, hat ja gesehen, der ist voll aggressiv, Bruder. Ja, ich wollte mit dem ja? reden. Ich wollte, Scheiß auf, einen, ich wollte auf einer vernünftigen, gleichberechtigten Ebene mit ihm reden und ja. er hat mich einfach geleckt, ja. Also, was ist los mit dem? Ohne dass du es wolltest, wohl gemerkt. Ja, ne? Genau. Also, das ist ja richtig pervers. Alter. Ja, also. Das weiß ist ja nicht. Schon Vergewaltigung. Genau. Er hat mich vergewaltigt. Ich frage mich aber gerade, wo der hängt, weil. Ja, irgendwie. Er kommt gleich durch die Decke. Da kommt die eine Leiche runterhängt, Alter. Die liegt danach auf dem Boden. Also nicht ja. hier, sondern wirklich da, wo wir eigentlich abhauen. Genau, absolut. Abgeschlabbert hat er mich. Er hat mich vergenusswurzelt. Abgeschlabbert, Alter. Für mich benutzt. Boah, da? Da ja, kommt da kommt er raus. Genau. Er kommt durch die Decke so. Safe schlägt ihn gerade aus. Ah, habt ihr gerade gehört? Man hört ihn sogar schon laufen. Ja. Da oben in dem Ding. Ganz genau. Ich hasse Licker so sehr in diesem Spiel, ey. Die sind so scheiße, Leute. Wir werden auch richtig Probleme haben mit denen. Da kommt mir gerade eine Szene in den Kopf. Wollen wir es wissen, Thor? Wollen wir es wissen? Ich laufe direkt entgegen, wenn ich bin. Thor will ja direkt seine Liebesgeschichten erzählen. Ich hab direkt einen Vorschlag. Ja, kenne ich, klar. So, kennt jeder von uns. Er fragt gerade, kennst du die SpongeBob beschmutzt? Ach so, ja, okay. Ja, klar kennt man das. Alter, wir sind mit SpongeBob aufgewachsen, Mann. Ja. Scheiße, das war, Bro. SpongeBob, das war so unsere Jugend. Also, man kennt es ja. So. Ich fühle mich ich habe den Namen der Kostenkabe beschmutzt. Kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob du durch das Ticket anschließen kannst übrigens. Nee, ich will nur gucken, also wo er ungefähr ist, weil es ist ja auch und dann die Bewegung. Wieder. Und dann wieder. Ich will ganz kurz. Vorsicht, Jungs, Vorsicht. Er war einfach die ganze Zeit hinter dir. Okay, Manuel, wir müssen trinken. Werden's Update. Und dann wieder. Und dann wieder. Sicher ist sicher. Ja, Mann, dann ist er schon tot. Was? Hä? Wo kam der denn her? Okay, wir müssen nochmal trinken. Oh. Wo ist der? Lauf! Ja, soll ich stehen? Du hast halt keine Munition mehr. Du hast halt, ja, noch eine Säuregranate. Halt, da wächst du den Knopf, hat das Beste. Ich bin einfach ein Meister darin, Situationen mit Zehen zu bespicken. Ja, dazu muss man sagen, auch das ist ein Talent, Thor. Aber gerade bei SpongeBob ist das nicht schwer. Ja, also, es gibt ja viele Szenen und so. Genau. Ja, aber jetzt sind wir hier. Eigentlich sind wir jetzt safe. Ja. Bricht das durch? Hab so ein Gefühl. Ne, ich glaube nicht. So schwer ist unsere kleine Claire nicht, also. Das andere Ding ist auch durchgebrochen. Ja, das ist auch ein Morsch. Und ich würde lügen. Das ist Fat-Shaming. Ich würde lügen, wenn ich nicht eine fitte Claire bei Wolf für die vorgesehen hätte. Hä? What the fuck? Oh mein Gott. Okay. Alter, ja klar. Jetzt hast du es versaut, Bart. Na toll. Danke. Jetzt hab ich's gelb. Ah, Bruder, ich glaube, wir sind tot. Okay. Genau, meine Lieben, ich brauche wieder neu. Good game. Nee, ich glaube, wir sind noch am Leben. Ich glaube nicht. Ja. Scheiße. Ah, also da war schon schlimm. Bart fragt gerade, ob er dich shamen darf. Bart, du bist ob er shamen darf? Thor fragt, ob er dich shamen darf, Bart. Würde ein schlechtes Licht auf dich werfen, Thor, ne? King-Shaming ist halt nicht gern gesehen. Wenn du meinst, okay, wenn du meinst. Willst du uns den König danach vorstellen, oder? King-Shaming, nicht King-Shaming, mein Lieber. So, King... King-Shaming natürlich auch. Stark. Du kannst bei mir tatsächlich auch gerne Eistee reintun. Dann können wir das da... Dann kannst du dir das... Eistee, okay. Ja, das ist schon okay. Kranker Typ. Süßer Scheiß und Alkohol, das wird schon passen. Sweet shit. Du weißt ja, umso mehr man trinkt, umso weniger wählerisch ist man da. Mhm. Und ich glaube, das könnte gut schmecken. Okay, weiß ich nicht. Könnte passen, ja. Also, wenn du willst, kannst du ihn shamen, auf jeden Fall. Ja, gönn dir. Dafür bist du doch hier. Ja. Also, von mir und Shibuya hast du die Erlaubnis. Also, ich probiere jetzt einfach mal. Mach mal. Ich probiere auch mal. So, dann. Oh, damit das alles solidarisch bleibt. So. Oh, es schmeckt richtig scheiße, Alter. Fuck, Mann. Geht klar eigentlich. Es schmeckt richtig scheiße. Ich hasse alles, Alter. Ach, geht doch, Bruder. Sehr gut, ja. Also ja, kannst du schon anfangen. Ja. Hau den Chat voll damit. Mit Bart-Shaming. Ich hab ein dickes Fell. Gönn okay. dir, Bruder, gönn dir. Willst du dann auch den Dr. Pepper mit dem Zeugs probieren? So, dann ist es ausgeglichen. Ich kann mir vorstellen. Familie, du weißt Corona und so. Ich kann mir vorstellen, wie du Dr. Pepper schmeckt. Aber ich glaube, für die nächste Wäsche hätte ich gerne ein bisschen was davon.
probier. Ich habe jetzt auch probiert. Oh ja, schmeckt gar nicht, schmeckt echt gut. So. So. Ich bin der nächste dran. Weil ich sterbe, Dr. Bernhard. Ja, ich bin jetzt dran. Achso, ich gehe kurz aufs Klo, so, wenn du dann den Chat so ein bisschen im Auge behalten bist. Hier könnte ein abwertender Bart-Kommentar stehen. Ja, sehr gut. Könnte. Ich verabschiede mich dann kurz. Mach ruhig weiter, hate ihn weiter, so. Davon lebt er, ja. Eigentlich, wenn wir eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. Okay, los geht's. Ich würde die Säuregranate mitnehmen. Ja, du hast recht, mach ich mal. Warte, was ist stärker, Säuregranaten oder die Brandgranaten? Hängt vom Gegner ab, aber in den meisten Fällen sind die Säuregranaten besser. Ja, dann würde ich sagen, Säuregranaten für den einzelnen Licker, dass er auch komplett außer Gefecht gesetzt ist und danach... Ja. Ich weiß nicht, vielleicht die Brandgranaten für den einzelnen Zombie, aber ich auch... Die Brandgranaten sind für den einzelnen Zombie auch viel zu stark, finde ich. Ja, obwohl das stirbt halt nicht mal davon, ne? Leider. Bleibt aber einfach am Leben, das ist richtig stressig. Also irgendwie... Also Licker ist aggressiver, hält aber weniger aus... Der hält mehr aus als die Zombies. Ja, aber der ist mit einer Brandgranate vorhin gestorben. Bei echt? Ja. Ich dachte, du hast nochmal nachgeschossen. Nee. Okay, heftig. Oder doch? Ich glaube, ich hatte... Warte mal kurz, bin ich hier richtig? Ja. Ja, ne? Warte, ist die Granate aufgeladen? Hm? Ja, ja. Alles easy. Ich habe halt eigentlich gar keinen Bock, gegen den Licker zu kämpfen. Eigentlich sind wir Bros. Ich würde das gerne mal explodieren lassen und vielleicht kippt das ja jetzt um und ich kann das ja schon, bevor ich das Ding hole. Aber der wird dann in dem Moment runterfallen. Wird der? Dann warten wir mal auf ihn. Ne, guck mal, der ist da nicht. Alles easy. Ich mach das einfach jetzt schon. Ja, vielleicht ist es doch schon fest. Doch eine gute Idee. Ja, ich sag dir, Galaxy Brain. Aber vielleicht fällt ein Zombie auf dich und der greift dich an. Ja, dann so. Ist das so. Ich glaube, jetzt kann ich auf jeden Fall besser rausrennen. Hier könnte etwas Sinnvolles stehen. Hat er, glaube ich, dreimal geschrieben. Hier könnte ihr abwerten nach dem Bart-Kommentar stehen. Sehr gut. Ne, oben weiter. Nach oben. Ja. Ja, ja. Ja. Nein. Nein, ja, nein, es ist der Bogen. Da. Aber das, was am meisten verdreckt ist. Ja, genau. Okay, Leute, los geht's. Wow. Pass auf. Mich jetzt einfach. Ja, weil aufsteht. Ciao, Jungs, ciao, Jungs. Einfach durch diese gebrochenen Teile darunter. Ja. Genau, einfach runterspringen. So. Oder du gehst. Oder springen geht, glaube ich nicht. Ja, das sind ja die kaputten Dielen so. Jungs, ich geh einfach, ne? Oh, wir sind hier. Oh, wir sind bei Rüdiger. Hey, Rüdiger. Rüdiger. Ja, lass einfach gehen. Rüdiger! Ohne ihn hat die Glühbirne nicht zu warm halten. Jungs, wollen wir jetzt weiter? Weißt du, als Kind durchgeht? Was? Ich liebe es, wenn Bart wie ein kleines Mädchen schreit. Ob das jetzt wohl als Kind durchgehen wird? Erstmal sagen, lass mal gucken. Ja, das. Auf jeden Fall. Bro, ich bin. Ein seltsamer Kink, aber jedem das seine, ne? Kann ich aber irgendwie verstehen. Ich kann das irgendwie appreciaten, ja? Ja. Mir sicher, ich wäre sehr süß in dem Anime. Warte, willst du erstmal speichern, weil wir jetzt gerade wirklich mehrere Tries gebraucht, um dieses Kack-Medaillon da zu holen. Hast du recht, aber irgendwie triggert mich, dass das hier so rot ist. Ich würde mich gerne hier umgucken. Ja. Und ich glaube, da waren nicht so viele gefahren, tatsächlich. Mach mich. Keine Sorge, Leute, wir schaffen das ja noch gar nicht. Ich wurde nicht einmal erwischt. Ja? Ich glaube doch, dass da einige Zombies sein werden, weil das war vorhin die Stelle, in der wir nicht mehr zurückgehen konnten, weil es versperrt war durch diesen Brand. Echt? Ja, wir brauchen ja hier schon. Das Ding, ne? Ja, genau, das Ding. Fachwörter, du weißt. Ja, ja. Aber das ist ja trotzdem ein abgesperrter Bereich. Also eigentlich sollte ich ja noch irgendwas sein. Ach, nö. No. Ach, auf den? Nee, ich hab keinen Bock auf den. Lass ihn mal in Frieden. Wollen wir einfach weitergehen, Leute? Ja, gehen wir weiter. Lass mal weitergehen, komm, ist ja egal. Lass ihn mal leben. War in dem Hof? Er ist schon mal gestorben. Was? In dem schlimmen Tag. In dem Hof. Lass mal kurz gucken. Warte mal, das ist ja hier dann. Nee, im Hof war nichts mehr. Da haben wir alles. Also hier war alles schon. Ja. Hier war wohl noch irgendetwas. Da haben wir irgendwas verpasst. Erstmal geklärt. Sollen wir mit da machen? Sehr gut. Ich weiß nicht, Jungs. Wollen wir uns noch umgucken oder wollen wir jetzt weitergehen? Doch, weil wir haben eigentlich alles, um weiterzugehen. Geh mal ruhig weiter so. Du hast den Controller, du musst entscheiden, ja. Ich appreciate aber auch, dass Jibril vorbereitet sein will. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Ein bisschen Vorbereitung. Ob das wird's. Ja. Also, Thor hat das jetzt erstmal geklippt, so mit diesem. Ob das so als Kind durchgeht?
Finde ich gut. Ja, also sehe ich auch so, weil... Wow, das ist, glaube ich, schon mein erster Clip oder so. Sehr schön. Ich gehe mal hier. Wie gesagt, Kuss auf dein Auge. Ne, da waren wir schon. Da war ich schon drin. Stimmt. Hier war nichts mehr, ne? Dann geh raus, sonst hätte die gleich den Weg versperrt. Ja. Das habe ich... Fuck my life. Hab's gemacht. Jungs, jetzt mal was trinken. Aber hier muss ja noch irgendein... Ich finde es ja schön, dass Jimmy nicht mittrinkt. Ja, okay. Jimmy hat auch... Er hat halt auch nur so Scheiße. Ein Stück. Ja. Habe ich jetzt alles hier? Also, wenn ich etwas kippe, dann hat es Bedeutung. Ich mache halt... Das war nur ein Fenster zum... Oh, das ist ja eine Ehre, Bruder. Ja. Also Thor sagt gerade, er hat nochmal verdeutlicht, was das überhaupt für eine Ehre war, dass er das gekippt hat, weil er kippt sonst nicht. Okay, wir haben alles. Ja. Ehrenmann auf jeden Fall. Ehrenmann. Hast du gehört? Das war beziehungsweise mein erster Clip in deinem Streambad. Vielleicht finden wir gleich noch weiter im Verlauf noch Schießpulver. Siehst du, du sollst dich geehrt fühlen. Geehrt jetzt. Bester Mann, Thor. Ich fühle mich übel geehrt. Und ich bin fast tot. Das ist ein bisschen traurig, weil wenn wir jetzt sterben, sind wir voll gefickt. Aber ich will noch das holen. Was auch immer hier war. Barrikaden. Hier noch irgendwas Interessantes? Munition. 22 Schuss. Ey, Jungs, let's go. Lass weitergehen. Okay, jetzt musst du noch überleben und dann ist gut. Das ist meine leichteste Übung. Das mache ich schon seit 25 Jahren. Wow. Sonst ist ja alles blau. Ja. Ich glaube, weiter könnte ich hier auch nicht. Ne? Irgendwie triggert mich das, dass auf der linken Seite ist dann noch was rot, aber ich glaube, da kommst du noch nicht. Oder jetzt müsstest du da. Was triggert dich, Jibril? Dass wir die letzte Taste nicht gefunden haben. Kommt vielleicht noch. Also, wir kommen auf jeden Fall nochmal hier zurück. So ist nicht. Ja, aber wir wissen ja jetzt, überall wo blau ist, ist eine Taste sowieso nicht. Also, ja. Wir müssen die halt irgendwo in einem Raum. Ja, ich würde, um ehrlich zu sein, gerne... Kannst du bitte das Inventar aufräumen? Ja, ich würde, um ehrlich zu sein, gerne die Säuregranaten erstmal da lassen, weil wir werden die, glaube ich, brauchen, Jungs. Ja, kann sein. Du hast ja gesagt, bald kommt noch ein Bossfight. Wir haben jetzt echt viel Munition für die Pistole. Deswegen lassen wir das spalten erstmal. Ist vielleicht am besten. So, ich speichere mal, ja? Okay, wenn du willst. Ja, wir haben voll viel geleistet, Mann. Okay. Moment, wir haben nicht mich. Sorry, Jungs. Okay. Vergiss dein Team. Jetzt in dem Durchgang. Natürlich haben wir alle unseren Beitrag geleistet. Also Thor hat geschrieben, er würde ja die Blendgranaten jetzt behalten. Eigentlich hat Thor recht. Eigentlich hat Thor recht. Wenn ich drüber nachdenke, hat die Thor wird recht. Dir doch den Arsch retten, Bart. Trust me. Ich nehme die mal alle mit. Ja, mach doch jetzt. Oh, jetzt hast du eigentlich unnötig. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Die stecken ja. Also ist ja, also ist ja kein Thema. Genau. Weiter geht's, Jungs. Jetzt können wir den Weg da gehen. Sehr nice. Ey, geht's Marvin eigentlich gut? Marvin, bist du okay? Der geht's gut. Bist du okay? Bist du okay, Marvin? Alle okay. Gott, Claire sieht so fucking gut aus. Was ist mit ihm passiert? He's been hit by, he's been struck by a smooth criminal. Jetzt kommt Marvin. Marvin! Marvin, bist du okay? Bist du okay? Bist du okay, Marvin? Okay. Ich dachte schon. Alles okay? Marvin ist der Boss. Ich wusste es. Ich denke mal, er hat Douglas Haylap hier hinter sich. Ja, auf jeden Fall. Rest in Peace, Elias. Ja. Oh ne, er freut sich auch schon. Ja. Marvin ist einfach ein Ehrenmann. Auf jeden Fall. Aber du weißt, man winnt, man boost man. Und ich glaube, er hat geboost gerade. Eher mein Heil-RP. Ja. Ja, Heil-RP ist ja sowieso so eine Sache. So. Wenn du scheiße würfelst, bist du halt am Arsch, Mann. Bei Bart hätte er überlebt. Ja. Am Ende war sein Heil-RP echt... Also, schon Elias hat ja auch durch mein LP eigentlich überlebt, ne? Obwohl, nee, am Ende ja nicht, ja. Also, es war ja bei Elias so, dass er den Charakter halt sterben lassen wollte. So. Also, am Anfang, bei dem Ork hat er ja überlebt. Ja. Danach aber nicht. Weil ich die Leute erst recht in den Tod treiben würde. Ey, böse Eberlein. Bei mir kratzt er ab. Zu Recht. Ich vergesse nie, wo Tenzel wollte, dass sein Charakter stirbt, aber ich so gut gewürfelt habe, dass er aber trotzdem überlebt hat. Wow. Gesagt, da war Muni, ne? Hast du gesehen? War da? Ja, links, da, genau, für den Granatenwerfer. Lecker, Schmecker, die nehmen wir mit. Wir haben ja eigentlich gerade gespeichert, ne? Das ja, also sein. Lassen wir es ein. Da war noch irgendwas, dreh ich erstmal hier und wo denn? Am Eingang direkt. Ne, hier ist nichts mehr.
Das können wir auch noch. Nee, können wir übrigens darüber reden? Ausrufezeichen, was das? Ja. Also da kann man halt speichern lassen. Ja. Dingens. Ach so, das ist ein Schreibmaschine. Nee. Eberhard hätte Boris am liebsten abkratzen lassen. Dann noch einmal zum Eingang. Ja. Eingang. Genau das. Nicht mit Unrecht. Oh ja, du hast recht. Aber man braucht ja noch Zeug. Ja, genau. Können wir übrigens darüber reden, wie schön die Statuen aussehen? Könnt ihr mal reden, wie schön. Tut mir leid. Claires Arsch aussieht? Boy, du hast zu viel getrunken, glaube ich. Du hast zu viel getrunken. Oder lässt eine Menge Tasche, was siehst du da? Aber ja, da gebe ich dir recht. Aber jetzt ist es schon weniger. Ja, stimmt schon. Ja, gut, gespeichert, lass einfach weiter. Komm mal, dann geh ich nochmal später hoch. Was soll ich sagen? Ewald wurde schon von Boris geschündet. Welchen selben Typ heißt Boris? Kleine Boris. Wow. Ich hatte andere, glaube ich sogar. Okay. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen am Namen. Ist ja schon so ein bisschen ähnlich, oder, Eberhard? Ey, was denn? Er hat geschrieben, was soll ich sagen? Eberhard wurde schon vor Boris geschindet. Und der Typ hieß halt sogar Boris. Also, kleine Boris-Referenz. Stark. Bester Mann. Ja, ich glaube, das liegt ja am Namen so. Dieses Boar ist so ein bisschen... Boar ist schwierig. Normale Hassgranate. Ja. Die werden wir gebrauchen, Jungs. Die werden wir nicht gebrauchen. Was haben wir hier? Dahinter ist, glaube ich, irgendwas Geiles, aber... Okay. So, als ob man das sich einfach aufschießt könnte. Könnte kugelsicheres Glas sein, so könnte man das erklären, aber... Okay, aber könnte er auch nicht sein. Okay, da kommen wir nicht weiter. Sonst ist ja anscheinend erstmal nichts. Ja. Oder? Warte mal. Mhm. Naja. Aber ich... Vielleicht hinter den Säulen? Ich finde, Resident Evil ist ein richtig schönes Spiel für Speedrun. Also, ich renne ja auch einfach gerne durch, um ehrlich zu sein. Ja, weil... Du sparst erst nur Munition und so weiter und es ist halt auch so möglich, einfach weil die Zeit zu lang ist. Ja. Also man kommt schon durch viel durch Deutsch. Ja. Hallo? 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 Okay, ich wieder Pisse. Hallo? Oh. Ich muss eigentlich dringend auf Klo. Will jemand übernehmen? Ich übernehme. Ja, Jim übernimmt. Keine Sorge. Ich könnte übernehmen, ich bin ja der Beste in dem Spiel, aber wäre langweilig für mich. Ist nicht so, dass jetzt irgendwas Gefährliches passieren würde. Resident Evil ist gerade prädestiniert für Speedruns. Es gibt ja sogar Erfolge, für die man Speedrun muss. Okay, ja. Krass. So, trophäenmäßig bei der PS4 oder was? Also, Balek hat gerade sowas angedeutet. Also, es gibt... Jibril, du kannst mich korrigieren, wenn du willst, aber es gibt den Final Fantasy Crisis Core hier auch so einen Abschnitt, gerade wo diese Cutscene kommt mit dem Kampf zwischen Sephiroth, Engine und Genesis. Und das ist ja auch so ein Maschinenraum. Also da auch mit so einer Brücke und so. Das sieht übelst ähnlich aus, findest du nicht auch? Ja, ich glaube, da findet ja Sephiroth so ein Abbild von Engines. Genau, so eine Replika. Ja. Und ich finde, das hat einfach genauso diese Flares mit diesen Brücken und so weiter. Oh ne, oh je. Hallo? Oh! Hey! Ist okay? Oh ne, bitte nicht, ich glaube, hinter ihr ist etwas. Ich hab's das Gefühl. Meinst du? Ich hab irgendwie das Gefühl. Blaue Augen, Bruder. Ich hab das Gefühl, dass hinter ihr etwas ist. Also hinter Claire. Ich hoffe, du meinst Claire und nicht Final Fantasy kann ich nicht mitreden. Okay. Ich hab keinen einzigen Teil, die angerührt und anschließend beendet. Oder? Gibt echt gute Teile, wirklich. Man muss es schon mögen. Ja, also, was ist halt sehr spezifisch. Genau, es ist halt echt spezifisch. Man muss so das Genre mögen und überhaupt so. Aber an sich. Oh, Teil 7 hat er im Besitz sogar so genannt. Gutes Spiel. Ist ja so der Klassiker, sag ich mal. Aber wenn du mal Geld brauchst, kannst du für viel verkaufen. Ja. Das Original. Du brauchst Hilfe. Das stimmt. Bruder, was ist mit dir? Du brauchst Hilfe. So, okay. Genau hinter dir. Was hast du gesagt? Oh shit. Oh shit. Das ist halt der Boss. Er ist ein netter Freund. Ich glaube, du musst ihn ins Auge schießen. Das ist so das Ding an Resident Evil Boxen. Die haben einfach immer voll die auffälligen Schwachstellen. Aber sie sind so cool aus. Ja, stimmt. Oder? Guck dich das Auge an. Das ist so cool. Ich meinte eher im Original, weil das Spiel eher geremaked wurde. Hab's auch nur digital. Das Spiel ist aber ziemlich gut sogar. Ach so, ja, gut, das schon. Ich würde sogar behaupten, aber ich bin auch mit Final Fantasy 7 nicht aufgewachsen, vielleicht deswegen. Ich finde das Remake vom Gameplay deutlich besser. Ja, also ich glaube, das macht sowieso viele
diese Nostalgie aus. Ja. Von der Story natürlich klar, nicht. Klar, weil die Spieler sonst viel zu dumm wären, um die Schwachstellen zu erkennen. Also jetzt, was die Bosse angeht. Ja, weiß ja. ich nicht, weiß ich nicht. Oder ich finde find sowas halt immer ganz cool, wenn du so, du musst dich ein bisschen reinfuchsen und gucken, dass du die Schwachstelle des Bosses halt. Also ich finde gerade ein großes Auge ist eigentlich richtig cool. Ja, das stimmt schon, aber. Also es sieht halt, das ist halt einfach ästhetisch schön. Ja. Gar nicht hier, wenn es so viel. Also es ist schon ein bisschen, warte mal. Die, was können wir davon gebrauchen? Blendgranaten eventuell? Ja. Ja, für ein Auge sowieso. Weißt du noch, wenn du das Messer rausholst? Mit L1. Ja, genau. Und wenn du dann Steuerkreuz. Steuerkreuz benutzt, dann kannst du den Granaten auswählen. Ja, genau so. Also ich find's da so ein bisschen sarkastisch oder ironisch. Jetzt schieß auf das Auge. Ja, warte. Ich hab geblä... Ich find's halt so ein bisschen ironisch, wenn du bei einem riesigen, verkümmerten, mutierten Vieh über Ästhetik sprichst. Das, ich mag diese Ästhetik halt einfach. Es hat ich einfach weiß nicht, ob es Ästhetik ist. Es hat halt sowas... Wie würdest du es denn nennen? Okay. Der Boss macht... Ja. Manuel, auf die Fresse kriegen, zählt, wir trinken. Ja, stimmt. Ich hab mir gerade nicht tot. Tor hat gerade geschieben. Der Boss macht ja richtig mehr. Auge, Bruder. Ja. Aber ich hab vergessen, dass ich... Mann, dieses Eistierzeug habe. Gib weiter, Bruder. Der macht richtig Auge. Du warst ja eigentlich dran gewesen. Ah, okay. Guck mal. Also, mach's dich bereit. Der hält so gar keinen auf die Scheiße, Bruder. Ja, ja. Der macht richtig Auge, Tor. Übertrieben, Alter. Macht 3 Augen. Ja, Mann. Habt ihr Steven Universe gesehen, ne? Nein. Ja, da ist auch eine Lady mit 3 Augen. Ach so. Ist ja öfters so. In fucking Dragon Ball gibt's ja auch mit Tension Han jemanden, der 3 Augen hat. Fucking Tension. Wo es dann einfach niemals richtig erklärt wurde, warum so weit. Überhaupt. Nein, Mann, wir müssen einfach nur das Medaillon einsetzen und dann können wir weiter. Ja. Okay, stimmt. Ist tatsächlich zu viel. Ich habe jetzt extra nicht genau davor gespeichert, weil wir halt hier schon gespeichert haben. Du hast aber, glaube ich, einen Granaten erst danach. Das kann sein. Das aber, halt. Danke. Ja. Säuregranaten. Ja. Du kannst ja einfach alles mitnehmen, was du... Säuregranaten sollst du mitnehmen. 24 Achievements noch für Platin in Resident Evil 2. Gar kein Bock. Jo, Alban, hast ja noch voll viel vor dir, Bro. Gut, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe... Ich habe es vielleicht halt nur einmal auf normal durchgespielt. Wow. Aber für die Achievements, ich habe wahrscheinlich nicht viele. Man kennt es. Taubsi trainieren, gar kein Bock. Aber ich muss sagen, Resident Evil 2 Remake oder Er hat schon 20, siehst du? Das ist schon nicht schlecht. Jo. Ich habe übrigens auch Resident Evil 1 Remake und Resident Evil 0. Oh. Also ich habe theoretisch alles. Das ist das Ding. Aus Resident Evil 4. Wenn nicht, kannst du ja bei dem Boss vielleicht den Granatwerfer nutzen. So. Weil hat er ja. Fui. Aber es macht, glaube ich. Tor, korrigier mich gerne, wenn du willst. Das ist echt gut so. Er hat dann einfach 20 Achievements in einem Run gesammelt. Das ist ziemlich stark, ja. Aber wenn du dich ein bisschen auskennst und so weiter, dann geht's auch. Ganz ehrlich, ich auch mal einen Run gemacht. Vielleicht habe ich auch 20 Achievements. Das wissen wir nicht. Aber egal. Auf jeden Fall, Tor, korrigier mich, wenn du magst, wenn du es kannst. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es macht sogar mehr Schaden, mit der Pistole in das Auge zu schießen, statt den Granatwerfer zu benutzen. Stimmt das? Weil das Auge ist halt so dieses typische, dieser typische Schwachsteller. Und der Granatwerfer stunt ihn zwar, aber ich glaube, wir machen macht halt so Flächen. Genau. Also ja, Granatwerfer macht ja auch so Flächenschaden. Aber ich weiß das Auge halt zu, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Also er glaubt, er gibt dir da recht so, er glaubt schon, dass das so ist. Ja, ja. Hier war irgendetwas hier. Wäre auch irgendwie logisch so, wenn du fokussiert auf das Auge ballerst, macht das halt mehr Schaden, als wenn wenn du Auge machst, dann ja, ist es schwierig. Genau, du musst schon so, ja. Sehr ja, da also, gebe ich dir. Genau. Ja. Da gebe ich dir. Nein. Wie war das damals noch? Ja, küsst das Gitter. Ich glaube, da kommst du noch nicht durch. Der eigentliche Weg, wo wir weiter müssen, da der ist noch ein bisschen weiter oben. Ja, wo war das nochmal? Du musst nochmal nach oben gehen. Ja. Und ich glaube, schon hinter der Treppe. Ja, genau, da musst du rein. Ach, da. Wir kommen nochmal zurück tatsächlich durch diesen einen Weg. So, da warst du ja gerade auf dem Klo gewesen. Deswegen will ich da jetzt auch. Es gibt ja ein Crisis Core, so diese Stelle, wo du in diesem Maschinenraum bist. Wo. Ihr habt noch nichts Neues geschrieben, alles gut. Ich hab was anderes geguckt. Achso. Kannst du bitte nochmal auf Rec drücken? Klar, und dann wieder neu. Ja. Eine Stunde Part ist okay. So.